Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ahead in Time. Nachdem wir beim letzten Mal die Hauptstory beendet haben, stehen für uns noch die DLCs offen. Und schaut mal auf unseren Ausweis, auf unsere Datei. Wir haben auch erst 71% erledigt. Eieiei. Und auch mega cool, ihr erinnert euch bestimmt noch, dass wir bei den Deadbird Studios unser Pass, unseren Vogelpass gemacht haben. Und der erscheint hier einfach mal so. Unsere coole Sonnenbrille und der blau-weiße Schal und unser Peace-Anstecker. Mega witzig. Habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. So, aber es geht hier noch um diese beiden DLCs. Seal the Deal und Yakuza Metro. Also Seal the Deal, das haben wir schon gesehen. Oh mein Gott, dieser Walross-Captain ist ja mal mega. Und die süßen Robben und ein Baby-Snatcher da hinten drin. Komplett neues Kapitel. Die arktische Kreuzfahrt. Drei neue Akten auf einer Kreuzfahrt. Sechs neue Zeitrisse. Und der neue Herausforderungsmodus Todeswunsch. Ah, okay. Davon haben wir aber schon was gemacht. Das gehört also auch zu dem DLC. Ein Haufen freischaltbare Outfits, Flares, Farben und sogar Kamerafilter. Wow. Oh mein Gott. Okay, und dann haben wir noch die Yakuza Metro. Alles klar, das ist hier diese Katze, die wir im Abspann schon gesehen haben. Oh, ich will so eine Katzengesichtsmaske. Oh, sammle 10 brandneue Zeitstücke. Wow, in gefährlichen Metrotunneln, wo die Kumicho die Kontrolle hat. Okay, das klingt gefährlich. Freunde, dann gehen wir einfach mal in unsere Datei wieder rein und gucken, was wir jetzt so machen können. Also mich würde ja noch interessieren, weil wir ja im Finale noch einen Riss-Token gefunden haben. Ja, genau. Das ist doch hier im Badezimmer. Das sieht nach Seal the Deal aus. Die arktische Kreuzfahrt. Mich würde ja mal interessieren, wie viele Riss-Token wir überhaupt haben. Auf jeden Fall. Oh, scheinbar haben wir genug. Hä? Oh, nicht schon wieder das. Da oben ist noch ein neuer Remix. Das wäre interessant. Nee, ich will erneut drehen. Oh, da ist viel blau. Klack. Ja, natürlich. Ich befürchte, wir müssen den jetzt einfach mal nehmen, um diese ganzen blauen Felder von dem Hut wieder loszuwerden. Ja, komm, okay, wir nehmen den jetzt einfach. Kids-Hut. Einfaches Design mit einer schönen Pflanze da dran. Naja, rüsten wir mal aus, gucken uns das einmal an. Okay, mit einer schönen Fliege. Das ist übrigens auch noch passiert, das habe ich jetzt nicht mit euch gezeigt. Nachdem ich das Spiel wieder aufgerufen habe, also es sich neu gestartet hat, haben wir ein Baukit freigespielt. Ein anderes Mädchen mit Fliegen statt Hüten, würde ich mir jetzt so erklären. Also wahrscheinlich, wenn wir ein neues Spiel anfangen, können wir uns wahrscheinlich aussuchen, ob wir Headkit oder Baukit spielen. Auch interessant. So, aber was machen wir denn zuerst? Ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns mal einen Todeswunsch an. Da haben wir ja schon eine geschafft. Und dadurch wurden hier gleich überall, oh, so viele freigeschaltet. So, und hier gab es ja noch, das war ja im Prinzip die Mafia-Zaun-Mission mit der Lava. Aber da gab es ja noch zwei Geheimnisse. Ah, und jetzt kriegen wir die auch. Bonus, werde nicht zu heiß und kühle dich nicht mehr als zweimal ab. Oh. Okay. Dann versuchen wir. Was heißt denn, werde nicht zu heiß? Und was ist da für ein Ausrufezeichen? Was will mir das sagen? Diese komische Silhouette. Egal. Ach, das ist die Belohnung. Ah. Virtual Kit, wechsel deine Kleidung. Ausrüsten bitte. Okay. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Also nochmal da rein.
Überliste die Hitze. Nicht mehr als zweimal abkühlen. Das heißt, wir müssen uns beeilen und wir dürfen nicht zu heiß werden. Also einfach auf Teufel komm raus. Schnell, schnell, schnell. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich so Zeitdruckmissionen nicht mag? Oh Gott. Slack. So. Look at mess. This is terrible. Someone turn on all faucets in Mafia Town. Ja gut, das kennen wir ja schon. Was it you, child? Oh! Das ist sicher jetzt erst. Unsere Kleidung macht uns komplett so... Like N64-Grafik, low poly. Wie cool! Little hat kid, can you save Mafia Town by turning off all faucets? Okay, machen wir. Wir wollen ja noch die beiden Bonus-Dinge haben. So, ganz schnell. Nicht zu heiß werden. Nur zweimal abkühlen maximal. Wie viele Hähne waren es denn? 5 oder 6 oder so, ne? Dom back. Und 2. Oh, oh. Ja. Ach. Ach, das ist nicht zu heiß werden. Okay. Oder zählt das auch für beides? Gut, dann ist das schon mal gescheitert. Aber wir haben immer noch die Chance, das nur zweimal mit abkühlen. Also dürfen wir uns auch nicht in Lava schmeißen für den anderen Bonus. Gut, dann versuchen wir das halt nochmal irgendwann anders mal. Aber solange wir hier sind und noch die Chance auf was anderes haben, nehmen wir das doch. Ich renne hier gerade nur planlos rum, warte mal. So, dahin ging's doch. Zu dem Wasserhahn. Oder Lavahahn. Hup. Boing, boing, boing. Reicht das schon? So, ja, jetzt sagt er mir, dass es langsam schon zu heiß wird. Warte mal, wenn es 6 Hähne sind und wir uns zweimal abkühlen dürfen, dann können wir eigentlich sagen, okay. Ja, das wäre jetzt wieder so ein Fall gewesen, wahrscheinlich wie uns ist zu heiß geworden. Also wir dürfen keinen Schaden durch Hitze nehmen. Ja, okay, komm hier. Flash, so. Wir zählen mal durch. Wir haben 2 erledigt. 1, 2, 3, 4 sehe ich noch. Genau, das heißt, 2 Hähne machen, abkühlen, 2 Hähne machen, abkühlen, 2 Hähne machen. So wäre der Plan. Dafür müssten wir aber eine optimale Route, glaube ich, haben. Ja, und so wird das überhaupt nichts. You died. Oh nein, Todeswunsch. Er hat sich erfüllt für den Snatcher. Okay, wir kriegen gleich nochmal. Wir werden nochmal reingeworfen. Okay, einen Versuch machen wir noch. Wenn der jetzt nichts wird, dann versuchen wir erstmal was anderes. Oh yeah. So. Der ist hier immer schön gleich als erstes zu erreichen. Mann! Ich wollte doch nur auf den Zaun. Okay, komm. Ja, das brechen wir ab. Da, ich will erstmal was anderes gucken. Nein, noch nicht zum DLC. Ich will erstmal... Gucken wir uns die Karte mal nochmal an. Da gibt es ja bei einem, habe ich gesehen, hier 15 in der alpinen Bergkette. Hier sind 4. Da ist noch was. New Snatcher Trefferliste. Töte 5 Mafia ohne geschlagen zu werden. Okay. Sorge dafür, dass du alle auf dieser Liste tötest. Okay. Manche sind schwer zu finden. Du musst vielleicht in andere Kapitel nachschauen, ja? Bonus. Töte 10 abstoßende Krähen, ohne gemobbt zu werden. Bonus. Töte jeden Gegnertyp. 12. Anschalten. Clock. Okay. Interessant. Okay, dann haben wir den Bonus jetzt mal angeschaltet. Mafia töten. Wird wahrscheinlich auch nur hier möglich sein, aber. Ich gehe erstmal hier reingucken.
Wie, was? Geht das denn nicht? Können wir erst, wenn wir das gemacht haben, komplett? Na gut. Halt, nein, ich wollte... Mäh. Die Knöpfe tun wieder, was sie wollen. Okay, dann halt nochmal. Warte mal, Contract? Ach, okay. Das ist jetzt der neue Vertrag quasi. Gut, 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 gut. Töte 5 Mafia, ohne geschlagen zu werden. Aha. Abstoßende Krähen, ohne gemobbt zu werden? Kann man die töten? Oder aber wer sind dann abstoßende Krähen? Sind das einfach nur diese kleinen Minivögel, die wir die ganze Zeit verhauen haben? Okay. Gut, dann gehen wir halt da nochmal rein. Weil hier können wir uns ja schon mal ein paar Mafias krallen, die vielleicht noch irgendwo rumwandern. Okay. Ja, ja, ja. Wir wissen Bescheid. So, aber... Nee, ihr seid keine Bösen. Und ihr irgendwie auch nicht. Strange. Okay. So. Ey, wir müssen uns beeilen. Wir haben keine Zeit für sowas. So, erster. So, den Weg gehe ich jetzt hier nicht nochmal oben lang. Das ist mir zu gefährlich gewesen, sagte er und balanciert hier auf dem Seil rum. Okay. So, da ist der andere Hahn. Der ist zwar sehr riskant von hier, aber da kommen wir ran. So, dann haben wir zwei. Und dann würde ich sagen, geht's erstmal Richtung Abkühlung. Ja, ja, ja. Wo ist denn hier? Da ist das. Okay, abgekühlt. Einmal. Dann gehen wir jetzt die nächsten zwei machen. Okay. Ich war so wahnsinnig beim ersten Mal hier, einfach ohne den Greifhaken rüberzukommen. Hey, komm. So, Nummer 3. Wo ist Nummer 4? Der hängt da oben irgendwo rum. Das ist eine sehr schöne Abkürzung. Wobei, warte mal. Ne, hier. Ich gehe mal da hin, unten. Ja, guck mal hier. Ist doch gleich hier ums Eck. Und nach dem brauchen wir dringend eine Abkühlung. Nein, nicht runterfallen, bitte. Ich häng fest. Komm schon. Nein, ach Mann, es war so klar. Und jetzt komme ich hier nicht wieder hoch. Ja, man braucht halt die ideale Route. Ja, ja. Wo ist hier die nächste Abkühlung? Ich glaube hier oben. Jetzt wird's auch schon brenzlig. Okay, jetzt müssen wir auf die andere Seite der ganzen Insel kommen. Möglichst schnell, wir haben uns nämlich jetzt schon zum zweiten Mal abgekühlt. So, du müsstest hier unten an dem Haus einfach dran gewesen sein. Nein, okay. Wenn man sich so blöd anstellt wie ich, kann das natürlich nichts werden. Ach, da ist er. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass wir es jetzt noch rechtzeitig schaffen zu dem letzten. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wo bringst du uns hin? Oh Gott. Ewig weit weg. Ja, es wird heißer, aber... Der ist doch hier unten, oder? Ist der? Ah, da hinten. Komm schon. Noch haben wir keinen Alarm gekriegt. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, wir sind da.
wir haben es eigentlich geschafft, oder? Wir haben uns nur zweimal abgekühlt. Dam, dam, dam. Aber, oh Gott. Na. Ja, es ist noch nicht überstanden. Und warum kommen wir da nicht? Nein. Ach so, es geht ja nur ums Abkühlen. Wir müssen ja nur noch überleben und dürfen nicht sterben. Oh, dann ist es aber richtig schwer, nicht zu heiß zu werden. Komm hoch. You did it. Ui. Our child saved Mafia Town. Now Mafia no longer needs. Jetzt bin ich gespannt. For breakfast. Please, take this as trophy. Okay. Wir nehmen sie gerne nochmal. Und haben dann den Bonus. Er ist noch nicht irgendwie gerötet. Yeah! Bonus vervollständigt, kühle dich nicht mehr als zweimal ab. Alles klar. Das heißt, wir können beim nächsten Mal, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, nicht zu heiß zu werden, uns beliebig oft abkühlen, dann sollte das eigentlich auch ein Klack sein. Dann haben wir nicht so einen Zeitdruck. So. Genau, und da haben wir ja auch noch keinen getötet. Gut, dann gehen wir da halt nochmal rein und holen uns jetzt den letzten Bonus. Klack. Wenn es das halt so will, dass wir uns die anderen noch nicht aussuchen können, meinetwegen. Dann halt eins nach dem anderen. Und dann würde ich vielleicht sagen, okay, haben wir diesmal ein paar Todeswünsche gemacht. Gucken wir beim nächsten Mal in das erste DLC. So, kennen wir schon? Werde nicht zu heiß. Also, keinen Schaden erleiden durch entweder in Lava fallen oder zu lange nicht abkühlen. Das heißt, wir können jetzt mit ein bisschen mehr Vorsicht hier die ganze Sache angehen. So, der erste ist hier gleich hinter uns. Dann nehmen wir den doch mal zuerst. Boing, sagte ich. Und Nummer 1. Hep. So, dann würde ich sagen, den hier. Einmal und zweimal. Abkühlen. So. Wichtig, wichtig. Dann gehen wir darüber. Richtung, was ist das? Ich glaube, das ist hinten beim Leuchtturm. Ah, Mann, dieses Dach ist viel zu steil. Und es gibt hier... Gibt es in dieser Mission keine Mafias zum Vermöbeln? Warte mal. Ah, nee, es ist der hier. Oh Gott. Der war nicht so toll. Hep. Ja, gefährlich, gefährlich, aber kriegen wir hin. So. Ich könnte eine Abkühlung verkraften. Wo war denn da ein Pot? Da hinten. Und zisch. So. Dann zum Leuchtturm. Und Swing. Oh Gott, diese Kette vom Greifhaken glüht auch schon so, als würde da jeden Moment ein Glied brechen. Okay. Dann mit dem Eishut einmal zurück. Ich bin gerade ein bisschen feiges Hühnchen. Deswegen einmal nochmal bitte ab. Kühlen gehen. Besser so, als dann doch irgendwie noch Schaden zu erleiden. Weil kein Wasser in der Nähe ist. Das wäre doof. So, jetzt hier nicht irgendwie noch doof runterfallen. Ganz vorsichtig. So, am besten hier ausweichen. Da haben wir gute Chancen. Oh yeah.
Dann hier wieder irgendwo hoch. Ah, Hilfe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich brauch Wasser dringend, schnell. Oh. Nein, oh Gott, jetzt ist hier auch noch sowas. Okay, das wird nichts. Ja, verdammt. Okay. Ich brauche noch irgendwo auf dem Weg vor, nach dem Leuchtturm zum letzten nochmal Wasser. Aber die, wo ist denn die Stelle? Ist das, ach, das ist, ah, hier oben, okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Okay, komm. Dann lasse ich mich jetzt noch einmal treffen, dann fangen wir gleich nochmal an. Oh, wir kriegen so eine Todesstempel dafür, wir haben schon zweimal. Ruhe und Frieden, jetzt verfügbar. In, für die Todes... Okay. Habe ich gerade was freigespielt? Wir sind schon zweimal gestorben. Das wird festgehalten. Oh mein Gott. So, okay. Nochmal. Aber Freunde, ich habe gerade wieder auf die Uhr geguckt. Beim nächsten Mal erst. Oh je. So schnell geht die Zeit um, wenn man doch Spaß hat. Also. Hä? Ist nicht einfach? Haben wir aber mit gerechnet, sind halt Spezialherausforderungen. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Ich hoffe, wir schaffen das letzte und dann würde ich sagen, gucken wir uns danach erstmal das erste DLC an. Also bleibt weiterhin am Ball. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine Menge Spaß und bis zum nächsten Part sage ich wie immer, Cheerio!